Heute geht es auf mit Lakitu in einen neuen Cup. Willkommen zurück zu Mario Kart 8 Deluxe. Und wie mir scheint, müssen wir tatsächlich, weil wir hier jetzt, glaube ich, alle Autos gesehen haben, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja gut, eigentlich sollten wir eins nicht gefahren haben. Ja, wenn ich noch wüsste, welches das wäre, ne? Ich glaube, wir sind mit... Ach komm, Leute, wir fahren einfach mal mit dem Standard-Motorrad. Ich bin kein Motorrad-Fan, wie vielleicht der ein oder andere von euch schon weiß. Wir haben zwei neue Räder, genau, weil ich habe den Cup vom letzten Mal nachgeholt. Aber ich glaube, dies sind die einen Räder, nämlich die Slick-Reifen, okay. Und wir haben hier ja auch neue Gleiter, das bedeutet, wir starten rein. Ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile jeden Gleiter benutzt auch. 4, 5, 6, ja, sollte passen. Das bedeutet, mit dem Hyrule-Gleiter, den Slick-Reifen und dem Standard-Motorrad, die Bikes, die steuern sich ein bisschen anders, genau, wir spielen heute den Kronen-Cup, was das Driften angeht. Ich hoffe, ich kriege das ein bisschen hin, die machen irgendwie Innenradsdrift und nicht Außenradsdrift, irgendwie so. Mal schauen, ob ich das hinbekomme. Auf jeden Fall Wolkenstraße, Knochendrücken, Dünen, Bowsers Festung und der Regenbogen-Boulevard, einer zumindest, es gibt ja hier verschiedene. Das ist der etwas schwierigere, es ist nicht der schwierigste, aber genau, ich bin gespannt, ob wir das hinbekommen diesmal. Wie gesagt, ich habe vom letzten Cup, ich glaube nämlich, dass wir in der letzten Folge es nicht ganz hinbekommen haben mit den drei Sternen. Die habe ich auf jeden Fall nachgeholt. Ich habe mir auch mittlerweile nochmal so Revue passieren lassen, was denn so für Strecken noch nicht in Mario Kart 8 sind von den früheren Teilen. Und... genau, ich habe mir da ein paar Notizen gemacht, aber ich würde sagen, das machen wir dann erst. Oh wow, okay, das steuert sich so anders. Ja, auch das Driften. Also man merkt, dass es anders ist. Ich hoffe, ich komme damit zurecht. Also es ist wirklich ein bisschen anders. Aber wie gesagt, sollten wir eigentlich auch hinbekommen. Genau. Ich möchte meine... wie soll denn das jetzt hier? Naja, warte, Inkling Girl. Und erwischt die, jawohl. Okay, also das Driften ist sehr, sehr ungewohnt, aber ich krieg das schon noch gebacken, keine Sorge. Man muss ja schon beides steuern können. Genau, also was meine Notizen angeht, ich werde die dann euch zeigen, wenn wir durch sind mit 150 und mit gespiegelt dann anfangen. Genau, damit wir das einfach in dem jetzt erstmal die ganz Standardsachen haben und dann nach und nach, ne, das Ganze hinbekommen. So, also ja, das Driften ist ein bisschen anders. Jetzt habe ich tatsächlich mal geschafft, diese Abkürzung hier zu nehmen. Viele benutzen ja eher die Motorräder. So, ich habe mein Item hier. Das war jetzt vielleicht nicht so klug, weil das war jetzt, das ist jetzt eine neue Aufnahmesession, die ich gerade mache. Und da jetzt gleich ohne... Lakitu macht, by the way, sehr komische Geräusche. Da jetzt gleich ohne irgendwas, was ich kann, reinzugehen, ist ein bisschen doof vielleicht. Aber ich muss sagen, auch an das Motorrad, das driftet irgendwie viel so... Naja, ich kann es gar nicht beschreiben vom Handling. Es ist einfach anders, keine Ahnung. Und warum die ganze Zeit rot hier? Ich habe halt kein Item, was soll ich denn machen, meine Güte? So, was diese Strecke angeht, ich finde sie mega cool, sie ist sehr abwechslungsreich. Und genau wie jetzt zum Beispiel diese Blitzpassage. Oh, ich hatte gerade so Angst, ich muss halt aufpassen. Da wo es... Oh wow, jetzt kriege ich auch noch das hier. Ja, chillig. Natürlich. Oh, keine Ahnung, warum er mich jetzt nicht erwischt hat. Und warum er als zweiter einen Pilz bekommt, das ist ja ziemlich fair vom Spiel. Ich muss sagen, an die Motorräder, da kann man sich tatsächlich dran gewöhnen. Ich hoffe, ja, das werde ich auch in den nächsten Folgen dann, weil es sieht schlecht aus, als würden wir jetzt in nächster Zeit ein neues Kart bekommen. Da kommen noch so einige, ja, aber jetzt wahrscheinlich erstmal nicht. Wir haben jetzt doch ganz gute Voraussetzungen tatsächlich, weil wir haben jetzt diesmal mal zwei grüne, nicht so wie beim letzten Mal. So, hier könnte ich driften, aber egal. Ich bin jetzt auch immer links gefahren, aber ist ja wurscht. So, und auf jeden Fall, ja, ein ganz anderes Handling, irgendwie hier, es driftet mehr nach außen. Ich kann es wirklich nicht so ganz beschreiben, aber es driftet einfach mehr nach außen. So, ich wurde jetzt auch gar nicht von dem Blitz getroffen. Das war einfach jetzt von jemand anderem halt der Blitz. Oh mein Gott, das war sehr close. So, weil ich den Vorsprung habe, werde ich jetzt auch die Abkürzung gar nicht mehr nehmen. Und genau, das kriegen wir nämlich auch so gebacken. Auf jeden Fall, ja, ich mag diese Strecke sehr gerne. So, guck mal. Ich glaube, ich weiß auch immer noch nicht, wie ich zurückblicken kann. Das werde ich jetzt in der nächsten Runde versuchen rauszufinden. Denn wir starten gleich rein ins nächste Rennen, das zweite. So, mal schauen, ich habe schon wieder ganz, ganz vergessen. Wie gesagt, ein Regenbogen-Boulevard war die letzte Strecke und jetzt kommt, oh, die Knochentrockenlinien. Ich finde, eine sehr schwierige Strecke. Muss man auf jeden Fall vor allem bei 200 das ein oder andere Mal abbremsen. So, wie mache ich das jetzt? Nee, okay, dritte, das hier auch schon mal nicht. Ey, was hat denn mir mein Item geklaut? Was soll das? Ach, guck mal, ich kann auch damit
Nee, Leute, ich habe gerade alles gedrückt, alles Mögliche. Vielleicht mit Y. Moment, ich muss gleich mal austesten auf einer etwas... Achso, ja, genau, hier geht es so. Ja, und hier habe ich mir gemerkt, wenn es richtig war, dass ich hier einmal komplett durchdriften kann. Das ist halt eine super Taktik. So, und dann kommt man halt hier so rein und ich glaube, dass das auch der schnellste Weg ist. Nee, okay, das ist auch nicht mit X. Okay, jetzt wissen wir es. Mit X kann man nach hinten gucken. Oh, ich habe Lust, das ist ziemlich verwirrend. Genau, und dann kann man da oben oder hier unten links fahren, je nachdem, ne? Und diese Kurve hier, die ist mir noch im Kopf geblieben. Die ist ziemlich gemein in 200 CCM. Hier bei 150 geht die. Okay, ich habe eigentlich gar nicht losgelassen. Aber gut, ich bin schon mal froh, dass ich das jetzt hinbekommen habe mit, genau, mit... Ich muss, glaube ich, hier längs fahren. Das macht ein bisschen mehr Sinn. Mit dem Driften komme ich recht gut mittlerweile zurecht. So, hier bei 200 weiß ich gar nicht, ob man hier so durchdriften kann. Auf jeden Fall, ich kenne die Strecke ganz gut eigentlich. Ich werde jetzt euch trotzdem... Oh mein Gott, den anderen Weg gleich mal zeigen. Ja, super. So, wurde die auch gehittet? Nee, ne? Also, ich zeige euch jetzt mal den unteren Weg. Ich würde, wie gesagt, hier auf das Gravity driften. Aber man kann auch einfach so fahren. Bloß ihr seht, denke ich mal schon, dass das irgendwie... Zumindest scheint mir das so, um einiges länger dauert. So. Naja, aber wenn man halt hier, ist der Vorteil, sag ich mal, dass man dann recht leicht... Okay, nee, tatsächlich auch nicht. Ich nehme es zurück, man kann das nicht so leicht machen. So, jetzt habe ich mal... So, dass ich irgendwann damit treffe. Nein? Verdammt. Das wäre nämlich auch eine Abwehr für eine Rote, wer es vielleicht nicht weiß. Man kann tatsächlich auch mit einer Bombe eine Rote abwehren. Ist tatsächlich nicht so leicht, aber ja, man kann es machen. So, jetzt riskiere ich es doch mal. Oh, das war dumm. Tidi, naja, egal. So, irgendwie haben wir es ja doch genommen, das Hüpfen, das bringt ja auch immer recht viel. Ja, und Leute, man gewöhnt sich wirklich schnell dran. Verdammt, wieder nur ein Item. Jetzt zählt es ja vor allem langsam mal, ne, weil wir sind mittlerweile in der letzten Runde. Jetzt versuche ich ja nochmal den oberen Weg längs zu fahren, wenn ich es hinbekomme. Sollte, wäre es ganz praktisch. Oh, nein, 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 ein Doppel-Item, verdammt. Naja. Komme ich diesmal nach oben? Nein. Ja, natürlich. Ja, sicher. Das war ja mal übel fies. Oh mein Gott. Muss ich mal kurz gucken, dass ich noch Erster werde hier. Ja, genau, genau. Wie unfair. Ja, ich werde jetzt echt noch überholt, ne? Das ist ja mehr als unfair. Wieder Mario Kart-Feeling. Ach, Leute, wisst ihr was? Ah, ne, das war jetzt schon die zweite Runde. Ich hole es nach. Wenn es jetzt die erste wäre, würde ich es nochmal spielen. Gemein, 3 Sterne sind damit rum. Aber das war doch jetzt ehrlich nicht meine Schuld, so kann man nicht sagen, ne? Okay, ich habe das Doppel-Item nicht mitgenommen, aber daran kann es doch nicht liegen. Wie viele rote Panzer haben wir gesehen in diesem Match? Das war ja mega unfair. Aber hey, so ist Mario Kart. Man gewöhnt sich dran, ne? Schade, ich habe ziemlich gehofft, dass ich das jetzt hinbekomme mit dem Motorrad. Aber naja, anscheinend nicht. So, habt ihr gerade den Anfang, by the way, gesehen? Ich finde den immer richtig cool. In Bowser Festung, dass hier halt, dass er halt so das Tor erstmal geöffnet wird und dann hier man durchfährt. Hier gibt es bei 200 CCM auch richtig krasse Abkürzungen, genau, aber wie gesagt bei 200 erstmal. Ja, jetzt bei 150 ist das alles noch ein bisschen entspannt. Ich habe mich ein bisschen informiert, was die Abkürzungen angeht. Genau hier zum Beispiel um die Kurve, dass man jetzt hier wieder drauf kommt oder so, kann man ganz gut machen. Auch ohne Pilz, ja, auf jeden Fall. So. Auch eine sehr interessante Strecke, kommt halt richtig nahe Bowsers Festung, finde ich. Oh, guck mal, wir haben sogar eine Hupe, wird uns sogar vergönnt. Ja, super, jetzt bringt es mir halt auch nicht mehr, weil ich muss den Cup sowieso nochmal spielen. Naja, aber da kommt auch ein roter, ein blauer Panzer. Ja, okay, na, von mir aus. Zack, weg damit. Ah, schön, zweiter blauer Panzer, den wir endlich mal abwehren konnten. So, und jetzt, kaum kommen nicht 1 Milliarde Rote, läuft das Match doch. Oh Gott, das war jetzt mir zu knapp bei beiden, eieiei. Ja, wieder nur ein Item. Das war halt auch schlimm bei den früheren Mario Kart Teilen, deswegen liebe ich die Doppel-Items, weil man sich einfach als erster Platz auch wehren kann, auch wenn man eine blöde Münze bekommt. Okay, krass, dass er mich jetzt gerade nicht getroffen hat oder es nicht gezählt hat. Das grenzt auch an ein Wunder. So, ich probiere jetzt mal jetzt schon loszudriften. Ja, schaut sogar gut aus. Also man kann viel besser so nach außen driften mit dem Motorrad, das merke ich auf jeden Fall schon. Ja. Also auch eine interessante Strecke, wie gesagt. Außen und innen. Wow, noch eine Hupe. Ja, das Ding gönnt ja mal richtig dieses Rennen. Ja, da, aber ich meine, müssen sie jetzt auch, nachdem das, was letzte Runde passiert ist, ist einfach nur unfair, ganz ehrlich. So, genau, mittlerweile gibt es ja auch so Laser. Wenn man reinfährt, dann zählt es halt, als würde man getroffen. Ich dachte, ich kann es euch jetzt zeigen, weil es sah echt danach aus. Ja, moin, was willst du denn hier? Also der Shy Guy, der hat es irgendwie auf mich abgesehen. Wirklich, ist ja nervig. Oh, ich war zu früh.
Ja, natürlich kommt jetzt gleich der nächste. Das ist so gemein. Was ist denn heute? Wirklich? Also heute kickt Mario Kart rein. Also mit Mario Kart. Oh, du gehst nicht in den. Bitte nicht. Ja, nice. Oh, jetzt fahre ich da genau gegen. Nee, okay. Okay, dieser Shy Guy, der nervt mich so. Das hat er jetzt mehr als verdient. Oh, oh. Ja, verdammt. Naja, so viel Zeit hat es uns gar nicht gekostet. Und auch wenn, ich muss den Cup eh nochmal spielen. Das ist halt jetzt das Problem. Wenn ich es schon verkackt habe, dann denke ich mir die ganze Zeit, ja, für was eigentlich noch anstrengend. Ich muss ihn eh nochmal spielen. Aber ein Goldpokal, vielleicht mit 2 Sternen, wäre ja auch noch ganz schön. So. Nur 6 Münzen auch. Uiuiui, Leute, heute ist ja Fail über Fail. Lakitu bringt mir also kein Glück. Vielleicht ist es auch das Motorrad, aber ich glaube eigentlich, am meisten ist es heute mein Glück mit, ja, mit Rot. Rot, roter Panzer, 6. roter Panzer, 7. roter Panzer. So ein Counter wäre ganz interessant. Naja. Oh, sorry, dass ich übersprungen habe. Aber auf jeden Fall starten wir in den Regenbogen Boulevard. Ich glaube, das ist der Regenbogen Boulevard. Boah, ich weiß gar nicht mehr von wo. Auf jeden Fall der mit dem, vielleicht wusste es der ein oder andere von euch ja nicht. Hier gibt es auf jeden Fall eine coole Abkürzung, die ich kenne. Aber genau, die Regenbogen Boulevard sind eigentlich, ich glaube, alle nicht mal aus diesem Spiel. Zum Beispiel der mit dem, oh Gott, ey. Okay, jetzt habe ich es wieder nicht hinbekommen. Zum Beispiel der Regenbogen Boulevard mit der, mit dem Zug, der einen da die ganze Zeit verfolgt. Ich denke mal, ihr kennt es. Dieser ist ganz interessant. Oh, jetzt weiß ich nicht mehr, welcher Part. Ja, gut, wir sind schon automatisch unten. Hören wir mal, ob es der richtige Weg ist. Ja, tatsächlich. Denn ab 150 könnt ihr hier euch boosten und dann, wenn ihr es nicht verkackt, auf der Strecke da unten landen. Ja, perfekt. Warum auch Items nutzen so? Und dann spart ihr euch diese ganze Kurve hier. Ja, ich habe es jetzt wahrscheinlich nicht mitbekommen, weil ich es einfach nicht gerafft habe mit Dingen. Oh, guck mal, ein neues Item immerhin. Da, oh mein Gott, ich werde nicht mal vom roten Panzer getroffen. Ja, krass. So, Shy Guy, verpiesel dich. Jawohl. Jetzt mache ich es einfach mal so. Vielleicht trifft es ja nochmal jemanden. Ja, sah nicht so aus. Naja. Ja, geil. Wow, okay, die war richtig gut platziert, wer auch immer das war. Der Shy Guy, wie gesagt, ist heute mein Erzfeind irgendwie, ohne den. Ja, und jetzt ballert er mich weiter ab, oder wie? Genau. Dann hier, was euch vielleicht gar nicht gerade so aufgefallen ist, switcht jede Runde das, was halt... So, jetzt bin ich oben, ja, jetzt kann ich euch die Abkürzung gar nicht zeigen, naja. So, bestimmt geht's mit dem Pilz irgendwie. Ach, guck mal, ich kann hier runterfahren. Und dann, eigentlich soll das... Ja, ich krieg's nicht hin, Leute, sorry. Naja, ich probiere es nochmal aus, indem ich jetzt einfach mal sage, da ab, da runter. Jawohl, das hat funktioniert. Oh, es ist schon... Ah, nee, nicht letzte Runde. Ich dachte gerade schon wieder verkackt. Nope. Noch nicht zumindest, noch nicht. So, Shy Guy, komm mal her. Komm mal her. Ah, schade, da war ich jetzt zu gierig. Oh, wow, jetzt hat er mich auch getroffen. Na, ich gehe gerade nur noch auf den Shy Guy, wie ihr merkt. So, jetzt habe ich die Hupe perfekt. Na dann, Shy Guy, komm mal her. Oh, ein blauer Panzer. Jawohl. Ach, guck mal. Jetzt bin ich sogar wieder Zweiter wahrscheinlich. Nee, nicht mal. Ah, wo ist denn der Erste hin? Wo ist denn der... Oh, oh, hallo. Ja, schaut sowieso schlecht aus. Gut, jetzt habe ich mich auch zu sehr fokussiert auf den einen, muss ich sagen. Ich probiere jetzt auch nochmal die Abkürzung zu nehmen. Vielleicht kann man das ja auch doch nicht mit 150. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Aber eigentlich habe ich immer, ja genau, so im Kopf gehabt, das Ganze. Und guck mal, das hat mich jetzt zum Beispiel hier den ersten Platz wieder gegeben. Ja, ganz entspannt. Genau, also eine ganz coole Map. Ich glaube, die war vom GameCube oder Super Circuit oder wie auch immer die hieß. Schade, schade. Guck mal, sogar mit Abstand jetzt nochmal gewonnen am Schluss. Ja, krass. Also, Shy Guy. Ja, guck mal, ich habe ihn auf den 5. Platz gebracht. Sehr gut. Du Mieser. Du Mieser, wirklich. Mit deinen 100.000 roten Panzern. Er hat ja mindestens 5 Stück gehabt. Also, echt. Wirklich schade, dass wir das jetzt nicht auf Anhieb geschafft haben. Ich hoffe, ab der nächsten Folge klappt es mal wieder, weil zweimal hintereinander hat es, glaube ich, jetzt nicht funktioniert. Ja, naja, dieser Cup, würde ich sagen, ist auch eher einer der schwierigen. Aber klar, es war ja eigentlich schon immer so, dass der Kronen-Cup schwieriger ist als so manch anderer, ne? Also, ja, kennt man ja so. Das sind auf jeden Fall meine Highlights vom Special oder Kronen-Cup oder wie auch immer. Ja, zum zweiten Mal, glaube ich. Dass wir die Knochentrockendünen leider auch nicht als ersten Platz abgeschlossen haben. Und damit leider nur 2 Sterne. Schade. Naja, kann man nicht ändern. Neues Fahrzeugteil haben wir auch noch freigeschaltet. Das werden wir uns dann in der nächsten Folge von Mario Kart 8 Deluxe anschauen. Wir sehen uns dort. Ich freue mich sehr drauf. Ich hoffe, ihr auch. Und dann sehen wir uns bei 150 CCM, einem neuen Cup. Bis dorthin und ciao.